Virus ist mal wieder ganz gediegen am Start. Heute gibt es endlich mal einen kleinen Afterpatch für euch, wie ihr wieder die Elite-Skins in Rainbow Six Siege nutzen könnt. Einen großen Nachteil hat diese Methode leider, denn sobald ihr etwas am Operator verändert, einen Operator freischaltet oder die Anwendung schließt und neu startet, werden die Elite-Skins leider wieder removed und ihr müsst die Schritte von der Minute, die ich jetzt hier unten einblende, bis zum Schluss leider nochmal von vorne machen. Aber das ist wirklich nicht schwer und dauert auch nicht wirklich lange. Ein ganz großes Danke geht natürlich an den heraus, der diesen Spielstand zur Verfügung gestellt hat, und zwar ist es der Dominik. Der hat nämlich auch nochmal auf alle Waffen nochmal die Diamanttarnung mit draufgebracht und auch bei anderen Elite-Skins die Skins nochmal geändert. Der aktuellste Elite-Skin ist leider nicht mit dabei. Mal schauen, ob ich den auch noch irgendwo herbekomme für euch. Ansonsten, für die Leute, die vielleicht neu auf diesem Kanal sind, ihr braucht auf jeden Fall einen Laptop oder einen PC, ihr braucht SafeWizard und ihr braucht WinRAR. Alle wichtigen Sachen findet ihr unten in dem angepinnten Kommentar. Ansonsten würde ich sagen, wir fangen jetzt damit an, wie ihr das Ganze auf eure Konsole bekommt. Das erste, was ihr nun machen solltet, ist auf jeden Fall erstmal den Spielstand downloaden. Dazu geht ihr auf diese Seite hier, dann habt ihr hier den Download-Button. Bitte passt auf, ich habe jetzt hier einen Adblocker drin, geht bitte nicht auf Fake-Download-Werbung, nicht, dass ihr euch noch irgendwas Falsches runterzieht. Guckt also, dass ihr wirklich auf den richtigen Download-Button drauf geht und downloadet euch das Ganze. Je nach Browser werdet ihr entweder gefragt, wohin ihr das Ganze speichern wollt, oder es landet dann automatisch im Download-Ordner. Danach zieht ihr euch das Ganze einmal auf den Desktop und dann öffnet ihr auch noch dazu einmal SafeWizard. Steckt jetzt euren USB-Stick an, den ihr dann verwenden wollt. Das heißt, unten links habt ihr dann die Möglichkeit, den USB-Stick auszuwählen. Und dann geht ihr einmal neben die Cheats auf Resign drauf. Hier sollte jetzt nichts angezeigt werden. Anschließend gehen wir hier oben rechts auf Importieren, suchen jetzt auf unserem Desktop einmal die Datei heraus, die wir jetzt nutzen wollen, das heißt die Rainbow Six Siege Elite Skins, markieren das Ganze einmal, so dass im Dateiname dann der Name der ZIP-Datei drin steht, und gehen dann anschließend auf Öffnen. Danach wird uns jetzt ein neues Fenster angezeigt, hier doppelt Linksklick auf die Datei einmal drauf machen und dann die untere Ebene mit dem Fragezeichen auswählen und dann auf Importieren gehen. Ihr bekommt jetzt diese Information hier, die nehmen wir mit OK an. Dann können wir jetzt hier das Profil auswählen, auf dem das Ganze dann angepasst werden soll. Das heißt, wir nehmen den MW3-Account, gehen hier auf Apply und dann wird das Ganze schon auf unsere PSN-ID angepasst. Das Ganze ist nun fertig. Wir bekommen jetzt die letzte Meldung, dass das Ganze erfolgreich war. Bestätigen das Ganze ebenfalls mit OK. Und jetzt nehmt ihr euren USB-Stick und schließt den an eure Konsole einmal an. Anschließend könnt ihr dann auf eure Konsole einmal auf die Einstellungen gehen. Und jetzt müssen wir als allererstes mal auf das Netzwerk gehen und macht jetzt hier bei der Internetverbindung einmal das Häkchen raus. Und dann gehen wir jetzt wieder runter und zwar einmal auf die Verwaltung von der Anwendung gespeicherte Daten. Dann wollen wir natürlich die gespeicherten Daten vom USB-Speichergerät einmal in den Systemspeicher reinkopieren. Wählt jetzt hier Rainbow Six Siege aus, hier ein Häkchen noch reinmachen und dann kopiert ihr das Ganze einmal rüber. Natürlich müsst ihr jetzt den alten Spielstand in eurem System einmal überschreiben mit dem neuen vom USB-Stick. Das heißt, wir machen auch hier ein Häkchen rein, gilt für alle, und überschreiben das Ganze. Jetzt einmal PlayStation-Taste drücken und ihr startet jetzt Rainbow Six Siege ohne Internetverbindung. Die Fehlermeldung, die wir jetzt hier bekommen, nehmen wir einfach mit OK an und danach landen wir auch schon direkt im Spiel. Und jetzt könnt ihr, wenn ihr wollt, gerne die Sprache schon mal ändern. Dazu einfach auf die Optionen gehen und dann auf Audio und dann hier einfach die Sprache einfach umstellen auf Deutsch. Das Ganze dann mit Viereck bestätigen. Jetzt gehen wir auf Spielen und dann starten wir jetzt hier einfach einmal den Übungsplatz, natürlich das Ganze alleine. Wir wählen uns jetzt hier einen beliebigen Operator aus. Ihr seht auch schon im Hintergrund, dass die Elite-Skins schon drauf sind. Sucht euch einen beliebigen einfach aus und startet das Match. Wenn das Match dann gestartet ist, könnt ihr jetzt hier direkt wieder die PlayStation-Taste einmal drücken. Wir gehen hoch auf die Einstellungen, gehen jetzt wieder auf das Netzwerk, machen hier bei der Internetverbindung das Häkchen wieder rein, doppelt die PlayStation-Taste drücken und jetzt sollte das Game bei euch mal ganz kurz laggen und anschließend sollte dann oben rechts wieder das Ubisoft-Logo erscheinen. Sollte bei euch oben rechts nicht das Ubisoft-Logo angezeigt werden, könnt ihr das Ganze einfach nur testen. Entweder ihr beendet das Spiel, ihr verliert das oder ihr verlasst das einfach. Das heißt, wir gehen jetzt hier einfach zurück zum Menü und werden die Mission jetzt hier einfach beenden.
Ihr seht, wir sind jetzt wieder mit den Servern verbunden. Jetzt könnt ihr einfach mal auf die Operatoren gehen und schauen, ob jetzt die Elite-Skins da sind oder nicht. So, und ihr seht auch, trotz dessen, dass wir jetzt nicht das Logo von Ubisoft oben rechts bekommen haben, haben wir jetzt hier die Elite-Skins wieder frei. Habt ihr, wie gesagt, einen Operator noch nicht, wo der Elite-Skin mit dabei ist, könnt ihr den natürlich ohne Probleme freikaufen, müsst dann aber, wie gesagt, wieder die Schritte bis hierher komplett neu machen, um die Elite-Skins dann nutzen zu können. Was ihr auch weiterhin nicht machen dürft, ist die Tarnung der Waffen ändern, weil ansonsten die Diamant-Tarnung komplett verschwindet und dann müsst ihr das Ganze auch wieder von vorne machen. Jetzt könnt ihr, wie gesagt, ganz normal Ranked spielen oder andere Spielmodis und diese Skins bleiben dann die ganze Zeit da. Das war's nun von mir, Leute. Falls euch das ganze Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Falls es Fragen oder Probleme gibt, schreibt es unten in die Kommentare. Ihr findet auch nochmal die Social Links zu meinen Kanälen unten. Da könnt ihr mich auch anschreiben bei Problemen. Ansonsten, wer vielleicht neu auf diesem Kanal ist, kann natürlich auch noch gerne abonnieren. Bis dahin, wir hören uns nächstes Mal. Haut rein und tschüss.